Heute sprechen wir über Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Stell dir vor, du bist Unternehmer und hast dir gerade einen neuen LKW gekauft. Du gehst davon aus, dass du den LKW 10 Jahre nutzt, er aber derweil kontinuierlich an Wert verliert. Nun fragst du dich, wie du die Folgebewertung des LKWs buchhalterisch erfasst? Du weißt bereits, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf der Aktivseite deiner Bilanz zu finden sind. Sie werden im Zeitpunkt ihres Zugangs zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Zum Anlagevermögen zählen alle Gegenstände, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen, wie deine Maschinen oder der Fuhrpark. Ein Indikator für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist, wenn der Gegenstand eine Gebrauchs- und keine Verbrauchsfunktion erfüllt. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens musst du jedoch neben der Zugangsbewertung auch eine Folgebewertung vornehmen und sie gemäß des umsatzproportionalen Werteverzehrs abschreiben. Abnutzbare Gegenstände, die einem tatsächlichen Wertverlust auf absehbare Zeit unterliegen, müssen planmäßig abgeschrieben werden. Nicht abnutzbare Gegenstände werden lediglich außerplanmäßig abgeschrieben. Bei der planmäßigen Abschreibung verteilst du die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre, in denen du den Vermögensgegenstand voraussichtlich nutzen wirst. Die planmäßige Abschreibung verbuchst du jedes Jahr als Aufwand. Ausgangspunkt der Berechnung des jährlichen Abschreibungsbetrags ist die Abschreibungssumme. Diese entspricht den Nettoanschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich des voraussichtlichen Restwerts des Gegenstandes am Ende der Nutzung, dem sogenannten Schrottwert. Wie du von der Abschreibungssumme zum jährlichen Abschreibungsbetrag kommst, erklären wir dir im nächsten Video über Abschreibungsmethoden. Eine Ausnahme zur planmäßigen Abschreibung bildet die Sofortabschreibung von geringwertigen und kurzwertigen Wirtschaftsgütern. Aus Vereinfachungsgründen können Gegenstände mit einem Wert von bis zu 800 Euro oder mit einer Nutzungsdauer bis zu einem Jahr direkt im Zugangszeitpunkt vollständig abgeschrieben werden. Außerplanmäßige Abschreibungen nimmst du bei ungeplanten, aber voraussichtlich dauernden Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vor. Hierzu erfährst du in einem separaten Video mehr. Zusammenfassend berücksichtigen Abschreibungen die umsatzproportionale oder andauernde Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens schreibst du planmäßig ab. Nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden lediglich außerplanmäßig abgeschrieben. Geringwertige und kurzlebige Gegenstände dürfen sofort abgeschrieben werden.